Herzlich willkommen. Es freut uns sehr, dürfen wir heute hier sein und unsere Erfahrungen mit Ihnen teilen. Die Digitalisierung hat auch uns erwischt, zum Glück nicht eiskalt, aber sie hat uns erwischt und wir haben versucht, die Chancen, die diese Digitalisierung bietet, auch für unsere Vorlesung zu nutzen. Wir haben dann mit Hilfe von Podcasts und der intensiven Unterstützung durch die Hochschuldidaktik, an dieser Stelle herzlichen Dank, eine Großveranstaltung im Bachelor der Wirtschaftswissenschaften, also ein Obligatorium, das jeder Student, jede Studentin besuchen muss. Also alle Aladdins, die sich mehrere Lampen wünschen würden, sind unsere Zielgruppe. Und das heißt, wir haben eine Großveranstaltung mit jeweils zwischen 300 und 400 Studierenden, die bei uns drin sitzen. Bis 2018 hatten wir das ganz klassisch gemacht. Wir hatten eine Live-Vorlesung, wo entweder Bettina oder ich auf der Bühne stand und das klassische Faktenwissen vermittelt haben. Das Ganze fand in der schönen Aula statt. Und wir haben irgendwann mal die Aufforderung gekriegt, ja, macht doch Podcasts eurer Vorlesung. Das haben wir gemacht. Live-Podcast unter der Vorlesung und was ist dann passiert? Von den 300 bis 400 Studierenden, die drin saßen, kamen jeweils etwa noch 100. Wir haben uns dann gefragt, wieso stehen wir dann jeden Donnerstag hier hin, wenn nur noch ein Viertel kommt, könnten wir diese Zeit nicht irgendwie sinnvoller nutzen, die wir da investieren. Deshalb haben wir das umgestellt, dazu später. Was hatten wir für Lerneinheiten in dieser klassischen Vorlesung? Wir hatten die Vorlesung und ein Skript. Wir hatten dazu, um die Vorlesung ein bisschen anzureichen, Gastvorträge aus der Praxis. Also da kamen Manager oder Juristen, der Mobiliar, der Schweizerischen Post und die haben uns erzählt, wie sie in der Praxis das Thema Markenführung machen. Also ob eigentlich das, was wir an der Uni vermitteln, auch wirklich irgendwo angewendet wird. Wir hatten damals schon selbstständige Lerneinheiten, insofern, dass die Studierenden 3 bis 4 wissenschaftliche Artikel lesen mussten und diese anhand von Leitfragen beantworteten. Wir hatten am Ende der Veranstaltung eine schriftliche Prüfung und unser präsentes Dozieren, also die effektive Zeit, die wir da standen und Wissen vermittelt haben, betrug ungefähr 20 Stunden. Das mal vorab. Ja, und die Tatsache eben, dass viele Studierende die Podcasts dann zu Hause oder irgendwo gehört haben, hat uns dann auch zur Frage geführt, ja, welche Rolle haben wir eigentlich als Dozierende und welche Rolle möchten wir gerne haben? In dieser Form, wie die Veranstaltung war, waren wir reine Informationsvermittler eigentlich. Was halt typisch ist für solche Veranstaltungen, Studierende lassen sich eher berieseln, vielleicht, wenn wir es gut machen, auch ein bisschen unterhalten, aber es war sehr wenig interaktiv, Qualitätsstufe 1, wenn ich Herrn Fischer zitiere, würde ich jetzt mal sagen. Was uns auch ein bisschen gestört hat, war, dass die Anwendung eigentlich so zu kurz kam. Das finden wir sehr schade, weil gerade das Thema Markenmanagement, das ist etwas, was sehr anwendungsorientiert ist eigentlich. Also dort können sich Studierende sehr wohl auch mit eigenen Analysen, eigenen Ideen einbringen, wenn es zum Beispiel darum geht, eine Marke neu zu positionieren. Und das hat dann dazu geführt, dass wir eben uns gesagt haben, wir können diese Podcasts effizienter nutzen. Wir wollen nicht mehr diese Großveranstaltung, die Studierenden sollen sich im Sinne eines Flipped Classroom das Wissen eigentlich selber zu Hause aneignen und was wir dann in der Präsenz machen, soll interaktiver sein und soll auch anwendungsorientierter sein. Und übrigens, was mir gerade in den Sinn kommt, ein Auslöser, dass wir das schlussendlich auch gemacht haben, war eine Mail vom Vizerektor Lehre, von Herrn Fertig, im Herbstsemester 18, wo explizit eben auch die Vorteile von Podcasts aufgezeigt wurden und dass man eben diese Podcasts doch auch nutzen sollte fürs Folgesemester, um die Veranstaltung interaktiver zu gestalten. Genau, also im Sinne eines Flipped Classroom haben wir dann Podcasts erstellt. Wir hatten natürlich auch gewisse Präsenzveranstaltungen, Kickoff, wo wir
überhaupt mal das Format den Studierenden vorgestellt haben, den ganzen Lernplan, was sie erwartet. Die Gastvorträge, die haben wir weiterhin beibehalten, die kamen in der Regel auch sehr gut an. Dann haben wir eben neue Workshops durchgeführt. Das waren bei der Anzahl Studierenden waren das 12 Workshops, die wir beide parallel geführt haben mit je 20 Studierenden, wo es dann wirklich darum ging, sehr ähnlich wie das auch in der Praxis ist, also wo man eben beispielsweise eine Marke neu definiert oder neu positioniert, was dort so alles geschieht, das haben wir auch mit den Studierenden gemacht und zusätzlich war Teil dieser Workshops auch eine Vorbereitung auf eine Projektarbeit, die sie in Gruppen dann macht. Und begleitet haben wir das mit Q&A-Sessions, wo die Studierenden individuell für ihre Gruppenarbeiten dann bei uns vorbeikommen konnten und Fragen stellen konnten. Genau. Wir hatten bei den selbstständigen Lerneinheiten diese Podcasts und wenn Sie jetzt denken, ja, Podcast erstellen, das ist ein einfaches, dann täuschen Sie sich. Ich denke, wir haben fast den ganzen Sommer 2019 damit verbracht, Podcasts einer bestehenden Vorlesung zu optimieren. Das heißt, irgendwelche Lücken rauszuschneiden, den Ton zu optimieren, neue Einleitungen, Einführungen ins Kapitel zu machen. All das. Und insgesamt haben wir 63 Podcasts erstellt aus der Vorlesung, die wir hatten. Natürlich sinnvoll mit einem Drehbuch in sinnvolle Teile aufgeteilt, also dass sie auch zu den Kapiteln passen im Skript. Und damit haben die Studierenden zu Hause dann sich selbst das Wissen angeeignet, mit diesen Podcasts und mit dem Skript, das wir bereits hatten. Bettina hat es schon angesprochen, wir haben zusätzlich eine Projektarbeit gemacht, wo, bei der der Fokus auf der Anwendung des Wissens lag. Also sie mussten theoretische Modelle, die sie in den Podcasts gelernt haben, das theoretische Wissen auf eine spezifische Marke anwenden. Das haben wir in den Workshops gemeinsam geübt und das haben sie dann zusammen zu zweit in einer Gruppenarbeit gemacht. Die Bearbeitung wissenschaftlicher Artikel, das ist gleich geblieben. Wir haben dann auch den Leistungsnachweis geändert, insofern, dass die schriftliche Prüfung nur noch 60 Minuten dauert und dort eben das klassische Faktenwissen immer noch abgefragt wurde. Aber diese Projektarbeit, das sogenannte Brand Audit, hat 30% zur Note gezählt, also die Gruppenarbeit. Wenn Sie hier unten unser präsentes Dozieren anschauen, dann sehen Sie, dass wir eigentlich fast das Doppelte doziert haben durch diesen Flipped Classroom. Und es kann sein, dass einige von Ihnen jetzt unser Fazit bereits antizipieren, aber dazu später. Um auf die Frage vorhin zurückzukommen, könnte man nicht davon ausgehen, dass die Studierenden diese Selbststeuerungsfähigkeiten oder wie war, genau, schon haben? Bei uns nicht unbedingt. Also unsere Studierenden, die haben nicht alle diese Selbststeuerungsfähigkeiten, die es teilweise bräuchte. Und deshalb haben wir auch viel Zeit darin investiert, ihnen einen Fahrplan zu geben. Also eine Struktur, eine Hilfestellung zu geben, wie sie im Semester fortfahren sollten. Also wir haben ihnen ganz klar gesagt, am 3. Oktober von 14 Uhr bis 18 Uhr sollten sie das und das lesen, sie sollten diese und diese Podcasts hören, sie sollten die Podcasts bis dann und dann gehört haben. Dass das nicht alle so gemacht haben, das versteht sich von selbst, aber wir haben zumindest versucht, ihnen eine Hilfestellung zu geben. Genau, und dann haben wir natürlich diese Veranstaltung auch evaluiert. Zusätzlich zur Lehrevaluation der Uni Bern haben wir eine kleine Online-Umfrage auch gemacht bei den Studierenden. Wir wollten vor allem wissen, was wurde von dem Angebot oder von diesen Selbstlerneinheiten, wie wurden die auch genutzt. Da haben wir gesehen, also das mussten sie ja auch, wenn sie an die Prüfung oder die Prüfung bestehen wollten, natürlich die Podcasts. Das wurde sehr stark genutzt. Kick-Off-Veranstaltungen waren auch sehr viele da anwesend. Das hat natürlich interessiert. Viele waren auch ein bisschen unsicher, haben wir im Vorfeld schon gemerkt. Als die Veranstaltung ausgeschrieben war, die wussten nicht, was sie jetzt da erwartet. Also da waren natürlich sehr viele präsent. Auch bei den Workshops, wir haben die freiwillig gestaltet.
in dem Sinne, also sie mussten nicht zwingend diese Workshops besuchen, aber fast alle haben sie eigentlich besucht, das hat uns natürlich sehr gefreut. Dann Gastvorträge, das sind dann wirklich die Plenumsveranstaltungen, dort waren ein bisschen weniger anwesend. Und was dann auffällt, sind vor allem diese Q&A-Sessions. Das wäre eigentlich, was vorhin auch schon gesagt wurde, diese Unterstützung, die man bietet, die wird häufig nicht unbedingt genutzt. Und was wir auch gesehen haben, viele haben dann vielleicht ein bisschen spät erst angefangen mit diesen Arbeiten, da waren einige Q&A-Sessions schon durch. Also da muss man sicher sehr auch diese Struktur, diese Interaktion oder Verzahnung zwischen den Selbstlerneinheiten und den Präsenzterminen, in diesem sind die Q&A-Sessions, da muss man sicher auch ein bisschen dran arbeiten und die Studierenden wirklich motivieren, dass sie da kommen. Dann, wie sind Sie mit dieser Freiheit, mit dieser Selbstregulierung auch umgegangen? Da haben sich sehr viele wirklich an diesen Lernplan auch gehalten, also mehr oder weniger. Aber wie wir das alle kennen, es gibt natürlich auch jene, die dann wirklich ziemlich bis am Schluss gewartet haben. Ein Studierend hat uns geschrieben, ja, warten, oh shit, jetzt muss ich alles noch schnell machen. Also das gibt es halt, es haben aber auch recht viele gesagt, dass sie wirklich möglichst am Anfang des Semesters schon sehr viel von diesem Wissen sich angeeignet haben, um dann wirklich auch genügend Zeit zu haben, für die Anwendung und von diesen Workshops auch zu profitieren. Genau, wir haben insbesondere auch offene Fragen gestellt im Sinne von, was fanden Sie gut an dieser Vorlesung? Und da hatten wir so mehr oder weniger drei Top-Nennungen. Die erste bezieht sich auf die Flexibilität, die sehr viele Studierende geschätzt haben. Das sieht man hier an dieser Aussage, innovativ aufgebaut, sehr flexibel, abwechslungsreich und manche andere Vorlesung einen Schritt voraus, hat uns natürlich gefreut. Zweiter Kommentar, der oft genannt wurde, ist Anwendung des Wissens und Praxisbezug. Also diese Aussage hier, ich konnte wirklich mal langfristiges Wissen generieren, weil wir den Fokus auf diese Anwendung des Wissens gelegt haben. Und der dritte Punkt, Aufbau und Struktur, klarer und hilfreicher Aufbau, also im Sinne von dieser Fahrplan, dieser Struktur, die wir gegeben haben, dass die wirklich auch als sinnvoll hilfreich erachtet wurde. Dieser zweite Kommentar hier, kann ja immer argumentieren, ja so Einzelaussagen, die sagen nicht viel aus, können wir aber stützen mit eher quantitativen Daten aus der klassischen Evaluation der Uni Bern. Dort wird die Gesamtnote der Veranstaltung abgefragt, die die Studierenden der Veranstaltung geben würden. Und da sehen Sie eigentlich etwas, was Ihre Aussage deckt. Über die Jahre hinweg hat sich dieser Mittelwert nicht wirklich verändert. Was sich aber verändert hat, ist der Mittelwert hier. Ich habe in der Veranstaltung viel dazu gelernt. Der hat sich tatsächlich erhöht. Es bezieht sich auf den subjektiven Lernerfolg, nicht den objektiven, weil, das ist vielleicht auch was, wir haben dann geschaut, hat sich die Note, die Abschlussnote in der Prüfung geändert, hat sich nicht. Also die Abschlussnote, der objektive Lernerfolg, wenn wir es so nennen wollen, hat sich nicht verändert. Genau, und natürlich waren nicht ganz alle Studierenden so happy mit dieser Umstellung. Sie haben es vielleicht schon gelesen, es gab auch einzelne Aussagen, ja, wir sind ja nicht an einer Fernuni, die Dozierenden machen es sich einfach, die wollen einfach mehr Freizeit haben. Und der Wunsch war da, dass man eben eigentlich beides möchte, also Live-Vorlesung plus das, was wir jetzt zusätzlich alles gemacht haben, diese Interaktion in den Workshops. Also Zwifi und Zweck. Genau, eigentlich die Idealvorstellung. Und wir haben dann explizit auch gefragt, also würden Sie sich denn wieder mehr Präsenzunterricht wünschen? Und doch hat fast ein Drittel der Studierenden, die diese Umfrage auch ausgefüllt haben, haben gemeint, doch, wir hätten sehr gerne wieder mehr Präsenzunterricht. Und das ist etwas, was wir sicher jetzt für die folgende Veranstaltung, das schauen wir uns auch an. Also wir haben jetzt auch, weil wir die Podcasts, die wir erstellt haben, dann auch nutzen können, werden wir viel Zeit auch investieren, eben um zusätzliche Interaktionsmöglichkeiten auch anzubieten. Vielleicht diese Q&A-Sessions auch mal in einem Plenum zu machen, eine
auch Schlusspräsentation, wo man vielleicht noch einmal auf die wichtigsten Dinge eingeht, dass man das versucht, trotzdem für diejenigen, die lieber in den Frontalunterricht kommen, dort auch etwas zu bieten. Und was halt schon so ein bisschen, was wir auch herausgehört haben, die regelmäßige Vorlesung auch so als soziales Ereignis, das fällt weg. Also viele kommen einfach gerne hin, weil man sich da sieht. Und das hat jetzt in diesem Sinne ein bisschen gefehlt. Die Anzahl Kontakte war weniger, aber für uns die Qualität der Kontakte mit den Studierenden war in dem Sinne besser. Und damit zu unserem Fazit. Ich habe es bereits kurz angesprochen, implizit. Der Aufwand ist riesengroß. Nicht nur die Podcasts zu erstellen, auch die Durchführung. Also das Beispiel Administration von 125 Gruppenarbeiten. Wer korrigiert die? Wer macht die Gruppeneinteilung? Was machen wir, wenn es Probleme in einzelnen Gruppen gibt? Solche Dinge. Und der andere Punkt als Fazit, dieses Festhalten an Altbewährtem, was einem teilweise entmutigen kann. Also nicht nur die Studierenden, die finden, hey, ihr macht es euch einfach, ihr doziert einfach nicht mehr, aber vielleicht auch Kollegen oder Kolleginnen aus der eigenen Fakultät, die finden, ja, aber ihr habt doch ein Lehrdeputat, wieso unterrichtet ihr da jetzt nicht mehr? Thema Aufwand, wir haben es deshalb berechnet, die Anzahl Stunden, die wir effektiv doziert haben. Also wie gesagt, es war doppelt so viel wie ursprünglich. Also kann dieses Argument nicht gelten. Und deshalb als unser Fazit als erstes, lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Sie das machen wollen. Es hat trotzdem seine Existenzberechtigung, dieser Flipped Classroom. Also es gibt noch eine zweite, sorry. Noch ein Fazit für uns selber auch. Also wir sind der Meinung, dass diese Umstellung es wirklich auch möglich gemacht hat, vor allem für uns auch einen viel persönlicheren Kontakt zu den Studierenden zu haben. Also wir sind jetzt tatsächlich in der Interaktion mit den Studierenden. Wir sehen auch, haben sie es begriffen, haben sie es gelernt, können sie das wirklich auch anwenden, können also den Lernerfolg viel besser abschätzen. Und so hat sich, so als Schlusswort vielleicht, wirklich auch unsere Rolle vom Informationsvermittler, wie wir es so ein bisschen empfunden haben, zu einem Coach gewandelt. Wo wir wirklich auch versuchen, den Lernerfolg der Studierenden längerfristig auch zu fördern. Und das finden wir sehr bereichernd. Also in diesem Sinne danken wir für die Aufmerksamkeit. Merci. Das war das Schlusswort.